Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, in Zusammenarbeit mit Viktor von der Waterkant aus Hamburg und Michael von der holländischen Grenze. Habe ich mich heute Abend zusammen mit ein paar weiteren, wohl eher stillen Zuhörern über Skype eingefunden, um die 23. Lesung zu machen, dieses wundervoll ins Deutschen übersetzten Buches Herrscher des Bösen oder Rulers of Evil, wie es im Original Englischen heißt. Wir sind inzwischen angekommen in Kapitel 12, Lorenzo Riccis Krieg, haben da letztes Mal angefangen drin zu lesen, gehen da heute weiter und dann gehen wir einen wunderbaren Ausflug machen, mit dem ich euch jetzt schon ein Ding versprechen kann. Wenn ihr aufmerksam zuhört, sollte man immer mit diesen Lesungen. Nein, aber jetzt im Ernst. Wenn ihr aufmerksam zuhört und euch dann später auch das PDF besorgt, was ich gerne in Skype dann verteilt zum Nachlesen, und ihr lest das durch, was wir nachher über die Carroll-Familie hier lesen, dann kennt ihr mehr über die wahre Geschichte der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika als mehr als 99% der Einwohner eben dieser Nation, der Vereinigten Staaten von Amerika. Das kann ich euch versprechen. Wir gehen heute in ein Thema. Herrscher des Bösen ist ja sowieso ein Thema, das, lass uns mal sagen, viele verborgene Dinge bespricht, ja, wie Rom sich verbirgt hinter der Agenda, um bestimmte Dinge zu machen. Aber diese Carroll-Familie, die werden wir heute sehr intensiv beleuchten in der Lesung von Herrscher des Bösen. Und die sind sowas von unbekannt in den Vereinigten Staaten von Amerika selber, dass ihr, wenn ihr dieser Lesung aufmerksam folgt, mehr über die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika wisst, als die meisten Amerikaner es je in ihrem Leben wissen werden. So, jetzt habe ich euch ein wenig auf die Folter gespannt. Ich habe meine beiden Brüder Viktor und Michael, die mich begleiten, mit Namen erwähnt und sie werden in die Lesung einfallen. Ich verzichte darauf, jetzt eine große Vorstellung zu machen, sondern ich möchte lieber gleich mit dem Buch anfangen. Jedoch, bevor ich mit dem Buch Herrscher des Bösen anfange, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe seit 14 Tagen dieses Buch mir besorgt. Jasenovac, das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan. Und ich bin damit beim Lesen inzwischen angekommen auf Seite 73. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Es hat mich 20 € gekostet, das im Internet zu bestellen. Das gibt es nicht online. Und ich möchte nur jedem den Tipp geben, der ein wenig mehr über europäische Völkermordgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg wissen möchte, sich dieses Buch von Wladimir Dedijer, der noch unter Tito gearbeitet hat, zu besorgen und selbst zu lesen. Ich werde, wenn die Gelegenheit sich ergibt, es auf meinem Kanal auch irgendwann lesen, aber ich kann dieses Buch im Augenblick nur wärmstens empfehlen. Es gehört übrigens aus dem Ahriman Verlag, natürlich ein sehr teuflisches Symbol, da will ich gar nicht drüber sprechen, zu einer Reihe, die heißt Unerwünschte Bücher zum Faschismus Nummer 1. Und da haben sie inzwischen 14 oder 15 Bücher rausgebracht in dieser Reihe. Das nur noch eben dazu. Eben unerwünschte Bücher zum Faschismus. Herrscher des Bösen ist auch ein unerwünschtes Buch für viele Leute. Deswegen ist Tapassorsi wahrscheinlich auch sehr zeitig vor Erreichen, glaube ich, seines 60. Lebensjahres 2006 verstorben. Und deswegen ist das Buch auch inzwischen im Internet oftmals nur an Preisen von mehreren hundert Dollar überhaupt noch erhältlich. Glücklicherweise bekommt man es aber auch gratis als PDF. Ich werde es in der Zukunft auch auf meinem in meiner Archive-Bibliothek hochladen in Englisch und natürlich in den nächsten Tagen, so hat Viktor gerade angekündigt, ist die Übersetzung fertig, sodass wir wahrscheinlich innerhalb der ersten 14 Tage des Monats Juni 2019 damit rechnen können, dass das Buch als PDF veröffentlicht wird im Internet und gratis jedem in Deutsch zur Verfügung steht. Und in der Zwischenzeit, Jasenovac, das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan, sehr empfehlenswert, sich durchzulesen und anzuschauen. So, dann fangen wir an. Wir hatten letztes Mal aufgehört zu lesen auf Seite 118 in dem Kapitel 12 Lorenzo Riccis Krieg. Ja, Lorenzo Ricci, verstehen wir, ist der General der Jesuiten, der zwischen 1758 und offiziell 1775 die Gesellschaft regiert hat. Warum das offiziell ist und wie es anders ist, das werden wir dann später in diesem Buch lesen. Wir sind runtergekommen auf diese Seite bis hier zu William Penn. William Penns Hochschulbildung, also der Gründer von Pennsylvania. William Penns Hochschulbildung begann an der Stiftung von Cardinal Wolsey zur Förderung der päpstlichen Vorherrschaft, dem Christ Church College in Oxford. Von diesem Cardinal Wolsey habe ich auch ein Bild vorbereitet, das wir uns dann eben anschauen können.
Bevor er Oxford abschloss, wurde Penn von seinem Vater an die kleine Universität von Saumur in Frankreich geschickt. Penn verließ Saumur als ein versierter Propagandist, der weniger daran interessiert war, bestimmte biblische Ziele zu erreichen. Zu viel Lesen sei eine Unterdrückung des Geistes, würde er später seinen Kindern raten. Und das ist übrigens genau das Gleiche, was der Papst heute den Menschen auch sagt. Bloß nicht zu viel lesen, weil dann könnt ihr anfangen, für euch selbst zu denken. Und das wollen wir ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Nicht lesen. Als darin durch Vernunft und natürliches Verständnis eine erleuchtete soziale Gerechtigkeit herzustellen. Das nennen wir heute New Age oder die neue Zeitalterreligion. Sein einflussreichstes Werk, die 1669 erschienene Broschüre No Cross, No Crown, also kein Kreuz, keine Krone, führte zum Separatismus der Quäker. Karl II. Kam Penns Aufruhr sehr entgegen, indem er die große Verfolgung von 1682 in die Wege leitete, die zu den enormen Massenwanderungen der Protestanten und Katholiken in die amerikanischen Kolonien führte. Wenn Penn nicht der Jesuit war, für den er gehalten wurde, war er zumindest ein ziemlich überlegenes Jesuitenprodukt, ein weiteres in einem langen, langen Zug von Fürsten, in Penns Fall als Eigentümer bezeichnet, der sich auf die Abneigung der Quäker gegen Adelstitel stützt, die gut ausgebildet waren, ihre Landzuteilungen in Gehorsam gegenüber dem Willen des Stifters zu bevölkern, zu verwalten und zu verteidigen. Penns Beispiel und Franklins nach ihm inspirierte Franklins geschätzten freimaurerischen Bruder Jean-François Arouet, besser bekannt als Voltaire, ein Gründer der Aufklärung, den Quäkern als die edelste Art von wiedergeborenen Europäern zu gedenken. Du sag mal, Jörg, sag schnell, was hattest du jetzt gerade gesagt? Der Voltaire. Ja. Der wird auch immer sehr gerne zitiert, ne? Mit so ganz wunderbar schlauen Sprüchen, ne? Ja, oder? Ja, natürlich, natürlich. Das ist richtig. Guck mal hier, was ich hier gerade an Bildern lade über Voltaire. Das kommt ja gerade wie gerufen, wunderbar. Ja. Du hast hier Voltaire und Molière. Wir haben hier ein Bild mit einer Aussage von Voltaire. Es ist verboten zu töten. Deswegen werden alle Mörder gestraft, außer sie töten in ganz großen Zahlen und natürlich zu dem Geräusch der Trompeten. Also mit anderen Worten, außer die Kirche mordet. Ne? Es ist verboten zu töten, außer man ist ein Massenmörder im Namen Gottes, sage ich jetzt mal eben. Des Gottes ja, dieser Welt. Ne? Man hat aber auch damals in den Kriegen um 1700, 1800 durchaus auch große Horden an Soldaten gegeben, die auf Pferden gesessen haben. Und es wurde zum Angriff geblasen, gebe ich mal zu bedenken. Das oder der Marsch richtig. Geblasen, ne? Ja, das ist richtig. Aber ich denke, dass hier auf die Posaunen in der Bibel verwiesen wird, wie zum Beispiel die Posaunen von Jericho, dass Voltaire das meint. Ne? Weil ja, ja, ich verstehe das schon. Das Christentum in ein schlechtes Licht. Ne? Das ist seine Aufgabe als Jesuit. Ne? Doppelsprache, ja, Kasuistik und Sophistik. Ja, von ihm gibt es ja auch so ungefähr sinngemäß das folgende Zitat, wenn man den, jetzt habe ich es nicht griffbereit, ja, aber macht so. Macht nichts, lass mal weitergucken. Ich habe mir noch ein paar Zitate. Mal gucken, ja, genau. Vielleicht ist es da ja bei. Übrigens interessant, ne? Michael, in unserer Lesung heute Nachmittag hatten wir auch über Voltaire gesprochen. Ne? Mm-hmm. Ja, wie das immer so zusammenpasst. Ne? To succeed in the world is not enough to be stupid, you must also be well-mannered. Also, um Erfolg in dieser Welt zu haben, ist es nicht genug, dumm zu sein. Du musst auch noch dich gut betragen können. Denk für dich selber und lass andere das Privileg genießen. Dass du so tust. Think for yourself and let others enjoy the privilege of doing so too. Also denk für dich selber und lass andere davon genießen, das auch zu tun. Also mit anderen Worten, ne? Mach dich los von deinen Fesseln hier. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Das ist ein schöner Ausspruch von Voltaire. Ja, ich habe das.
ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber ich werde bis aufs Blut das Recht, dein Recht verteidigen, es zu sagen. Ja. Ich habe immer das Problem, dass ich nie weiß, ob er es wirklich so gesagt hat oder ob es ihm untergeschoben worden ist, weil es gibt wohl eine ganze Menge von Zitaten, die ihm untergeschoben worden sind. Eins Zitat habe ich mir hier gemerkt, das heißt in Englisch jetzt: If we would destroy the Christian religion, we must first of all destroy man's belief in the Bible. Also, wenn wir die christliche Religion vernichten wollen, müssen wir erst den menschlichen Glauben in die Bibel zerstören. Ja. Genau. Mhm. Richtig, das klingt nach Voltaire, das ist eine jesuitische Taktik, ne? Mhm. Das wissen wir ja schon länger. Hier sagt er: Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Also diejenigen, die du Absurditäten glauben machen kannst, sind diejenigen, die Gräulichkeiten verrichten werden. So ungefähr. Weil ich dir so einen Stegreif jetzt berichten kann. Und es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung falsch liegt. Das ist da sicher ein Spruch, den man seit 2001 in Amerika gut anwenden kann, ne? Wenn man ein sogenannter Bezweifler der offiziellen Verschwörungstheorie von 9/11 ist, unter anderem. So, das waren die Bilder, die ich hier von Voltaire habe. Ich stimme Michael absolut zu. Es ist schwierig zu sagen, hat er die Dinge jetzt wirklich so gesagt? Ist ihm da etwas in den Mund geschoben worden? Im Grunde müssen wir immer davon ausgehen, Voltaire war ein Jesuitenzögling. Er war ein Jesuit selber. Auf welchem Level, ob er Koadjutator oder ein Hörer war, das wissen wir soweit nicht. Das spielt auch keine Rolle. Das Einzige, was für uns wichtig ist, ist, dass er viele dieser Dinge gesagt hat, um eben Zweifel zu sehen. Und wir hatten heute Nachmittag in einer Lesung von dem Buch von Albert Close, das göttliche Programm der Weltgeschichte, bereits über Voltaire gelesen, weil Voltaire an der Basis lag, Mitte des 18. Jahrhunderts, er ist, glaube ich, 1746 geboren oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat angefangen, den atheistischen Gedanken in Frankreich zu säen, der dann zur Französischen Revolution geführt hat, weil die Franzosen endlich gemerkt haben, in der Zeit der Ende des 18. Jahrhunderts, 1789 und fortfolgende Jahre, dass der römische Katholizismus nicht das Christentum ist und dass sie die ganzen Jahrhunderte von der römisch-katholischen Kirche nur beschissen und betrogen und ausgesaugt wurden. Und dann haben sie sich halt gerecht. Und das ist dann die Französische Revolution mit einem atheistischen Glauben, der gesät wurde von Voltaire. So, noch Gedanken von euch beiden dazu oder fahre ich fort in der Buchlesung? Ich fahre fort in der Buchlesung. Also. Wo war ich denn überhaupt? Zu Pens Beispiel und Franklins nach ihm inspirierte Franklins geschätzten freimaurischen Bruder Jean-François Arouet, besser bekannt als Voltaire, ein Gründer der Aufklärung, ja, also der Menschen, die Gott nur kennen aufgrund ihres Intellekts und nicht aufgrund der Bibel, den Quäkern als die edelste Art von wiedergeborenen Europäern zu gedenken. Doch gut informierte Engländer sahen weder Quäker noch deren Fürsprache in Penns seltsam kompromittierender Freundschaft mit Jakobus II., der 1685 die Nachfolge von Karl I. antrat. Na, wir sprechen hier immer über englische Könige. Jakobus II. Ist also der nach Jakobus I. derjenige, der mit der Jakobusbibel. Jakobus II., der war aber ein Katholik und Karl I. war auch ein Katholik. Welche Gemeinsamkeiten könnte nun ein Quäker mit einem König haben? Ha, schlimmer noch, ein König, der von Jesuiten zum römischen Katholizismus konvertiert wurde. Sicherlich konnte kein wahrer Quäker Penns Charta für die Stadt Philadelphia schreiben, was seinem Geschenk an die Kirche von England entsprach. In der Präambel der Charta sagt Penn, Zitat: Ich habe die besagte Stadt durch das Patent des Königs unter dem großen Siegel Englands zu einem Bezirk errichtet und errichte durch diese Geschenke die besagte Stadt und den Bezirk zu einer Stadt. Ende Zitat. Der Name Stadt bezeichnet in jedem Fall die Lage eines Bischofssitzes, den Sitz einer Autorität aus dem lateinischen sedes und das Gebiet unter seiner Aufsicht. Das versteht man leider, meine lieben Brüder und Schwestern, nur dann gut, wenn man Englisch kann. Entschuldigung, aber in Englisch das Wort Stadt ist City
Und City ist hier abgeleitet von dem Wort Seat. Das heißt Sitz, der Bischofssitz. Auch eine Sache, über die Michael und ich ansatzweise heute Nachmittag in der englischen Lesung bereits gesprochen hatten. Es ist wunderbar, wie diese Dinge immer so perfekt ineinander fallen und ineinander greifen. Wie kleine Zahnräder in einem Getriebe, das dafür sorgt, dass unsere Agenda vorangetrieben wird. Und unsere Agenda ist die Agenda unseres Herrn Jesus Christus, um so viele Menschen wie möglich aus der Lüge dieser Welt herauszuholen, zu Jesus Christus zu holen und ihnen aufzuzeigen, dass nur in ihm die Erlösung und das ewige Leben ist. Amen. So, also, kein Ort in England wurde als City, Stadt, bezeichnet, es sei denn, er wurde von einem Bischof regiert, im Englischen See, Bistum genannt, wie zum Beispiel das Bistum oder Stadt Canterbury, Bistum oder Stadt York oder Bistum oder Stadt London, von Bath and Wells, von Bristol, von Salisbury, etc., etc. Mit ist das jetzt auch vielleicht in dem Zusammenhang nochmal interessant, vielleicht zu erwähnen, das mit dem Holy See? Ja, das ist ja auch im Deutschen, Holy See ist ja im Deutschen, ist das der heilige Stuhl, der Sitz. Ne? Der Sitz eben, ne? Weil viele sich fragen vielleicht, ja, sag mal, warum sagen die denn Holy See und wir sagen heiliger Stuhl, dass wir das eben dahingehend uns klar machen können, eben, dass es um diesen Sitz geht. Oder diesen Niederlassung sozusagen. Ist ein sehr interessanter Punkt, Victor. Und dann ein weiterer Punkt, da gehe ich wieder auf die Lesung von heute Nachmittag zurück, an der du ja nicht da teilgenommen hast, kannst ja nicht überall dabei sein. Da hatten wir davon gesprochen, dass der Stuhl Petrus im St. Petersdom in Rom, dass sie den untersucht hatten vor einigen hundert Jahren und festgestellt hatten, dass dieser angebliche Stuhl von Petrus hinten eine Aufschrift in sich birgt. Und diese Aufschrift heißt: Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Also wenn wir dann von dem heiligen Stuhl sprechen in Rom, dann kann man ja genauso gut sagen, das ist der Stuhl, auf dem Petrus angeblich gesessen hat und auf dem der Nachfolger von Petrus heute, der Papst, immer noch sitzt, weil der bezeichnet sich ja als apostolischer Nachfolger Petrus. Und das war angeblich Petrus sein Stuhl. Und von daher, weil Petrus heilig ist, ist er eben auch der heilige Stuhl. Ist auch eine Art und Weise, um an dieses Thema zu denken, nicht wahr? Und dann ist es nur folgerichtig, dass der Papst auch den Koran küsst. Ja, das ist richtig, Michael. Mit der Charta von Philadelphia, fährt der Autor fort, errichtete Penn für die verfolgte Kirche von England einen fast unsichtbaren Mechanismus für das Recycling der Opfer ihrer Verfolgung. In der Tat, Penns letzter Wille und Testament, das mit seinem Tod in England 1718 im Alter von 74 Jahren wirksam wurde, brachte er ganz Pennsylvania in den gleichen Mechanismus mit diesen Worten. Zitat: Die Regierung meiner Provinz Pennsylvania und deren zugehörigen Territorien und alle damit zusammenhängende Verwaltung gebe ich dem ehrenwerten Graf von Oxford und Earl Mortimer und ihren Erben in dem Vertrauen, um sie der Königin Anne oder einer anderen Person zum besten Vorteil zur Verfügung zu stellen, um davon zu profitieren. Ende Zitat. Mit einem Federstrich von Penn wurden die Kinder der Quäker, die ihm aus der Kirche von England gefolgt waren, buchstäblich zurückgegeben. Um von dieser Knechtschaft frei zu werden, waren die Quäker verpflichtet, sich der Kirche von Rom anzuschließen, zumindest dem schwarzen Papsttum. Dieses Bündnis wurde von Benjamin Franklin ermöglicht, dessen politische Karriere auf der Verteidigung der Quäkerinteressen gegen die eigenen Erben, die die Kirche von England waren, aufbaut. Gegen diesen gemeinsamen Feind vereinigten sich Franklin und die Quäker wissentlich oder unwissentlich nach den Plänen der römisch-militanten Kirche. Während diese Steine unaufhaltsam in Richtung ihrer Bestimmung rollten, wir erinnern uns an die Parabel, die wir bereits im letzten Kapitel gelesen hatten, diese Steine, die eine Lawine auslösen, verstarb der damalige Generalobere der Jesuiten Luigi Centurioni. Im frühen Mai des Jahres 1758 kam die Generalkongregation nach Rom, um seinen Nachfolger zu wählen. Am letzten Tag des Monats wählte die Kongregation einstimmig Lorenzo Ricci
den geistlichen Vater und Sekretär der Gesellschaft, zu ihrem 18. schwarzen Papst. 18. 3 mal 6. Ricky, Professor für Philosophie, Theologie und Klassik am Römischen Kolleg, war bekannt für sein geduldiges, ruhiges Wesen, sein ausgeglichenes Temperament. Er erbte eine Organisation in bemerkenswert guter Fassung. Die lateinamerikanischen Missionen florierten. Ja, das sind die Reduktionen von Paraguay, über die wir unter anderem in Griesinger ausführlich gesprochen haben. Eine weitere Mission war gerade in Polen eingerichtet worden. Überall florierten die Schulen und Hochschulen. In den Naturwissenschaften zählten die Jesuiten zu den weltweit führenden Autoritäten. Ihre Präsenz in der wirtschaftlichen und säkularen Regierung war noch nie so eindrucksvoll gewesen. Wie der päpstliche Nuntius nach Wien in einem Brief an seinen Vorgesetzten im Vatikan schrieb, Zitat, die Jesuiten haben die Oberhand über alles, auch über die bedeutendsten Staatsmänner, und dominieren sie, wenn sie ihren Willen nicht erfüllen. Ende Zitat. Und das war sowohl Mitte des 18. Jahrhunderts, wo dieses Zitat herkommt, gültig, als es heute im 21. Jahrhundert Gültigkeit hat. Aber die legendäre Macht der Gesellschaft Jesu könnte die katholischen Tätigkeiten in den protestantischen Missionen behindern. Um Großbritannien kampflos zu besiegen, benötigte Lorenzo Ricci die Fähigkeiten und Ressourcen einer weitaus wichtigeren Familie aus Maryland, den Carrolls. Und hier beginnen wir einen Ausflug in die Carrolls mit einem extra PDF, das Bruder Victor ganz wunderbar übersetzt hat. Und wir beginnen, wenn ich mich nicht irre, mit Charles Carroll, dem sein Bild werde ich dann gleich damit beinehmen. Ja, hier ist die Carroll-Familie und hier unten ist es dann Charles. Ja. Also, es gibt drei verschiedene Carrolls. Fangen wir an mit dem Papier. Die verborgenen Gründer der amerikanischen Revolution. Ja. Es gibt die, die jeder kennt, es gibt die Gründer der amerikanischen Revolution, die überall in den Schulen weltweit gelehrt werden, und es gibt die verborgenen Gründer der amerikanischen Revolution. Die nächsten 10 Seiten handeln von diesen. Nun möchte ich euch die verborgenen Gründer der amerikanischen Revolution vorstellen. Chris Pinto hat einen Dokumentarfilm über der verborgene Glaube der Gründerväter produziert. Übrigens, Chris Pinto ist derjenige, der auch den Film A Lamp in the Dark produziert hat, eine Lampe im Dunkeln, der den meisten von euch hoffentlich bekannt ist. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal zustimmend Ja sagen, Nein sagen, ob ihr den kennt oder nicht kennt. Es ist ein wunderbarer Film, von dem es inzwischen, ich glaube, 3 Teile gibt. Der letzte Teil heißt Bridge to Babylon, Brücke zu Babylon. Den zweiten Teil heißt The Wheat and the Tares, also Weizen und Weizen und Unkraut, oder wie man das übersetzen will. Und der erste Teil heißt halt A Lamp in the Dark, also eine Lampe im Dunkeln. Und den gibt es auf dem Kanal AMY2X, also AMY2X, mit deutschen Untertiteln. Und ich habe den auch früher in einem meiner Videos schon mal nebenbei, neben einer Lesung laufen lassen. Sollte man unbedingt gesehen haben. Und der Film ist auch von Chris Pinto. Und dieser Chris Pinto hat also einen Dokumentarfilm gedreht über der verborgene Glaube der Gründerväter. Um zu verstehen, ja, sag mal. Kann ich absolut bestätigen. Also ich habe noch nie so eine detaillierte und bildlich unterlegte Dokumentation über die ganzen Bibelversionen gesehen. Also es ist für jemanden, der Englisch kann, absolut toll. Allerdings muss man auch wirklich teilweise ein bisschen vom Vokabular nachschauen, aber absolut toll. Absolut toll gemacht. Aber wie gesagt, auf AMY2X gibt es den Film mit deutschen Untertiteln. Ich werde mal sehen, wenn mich jemand nachher daran erinnert, dass ich den mal eben raussuche und eventuell den Link dann in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmache. Und dann kann man sich den da gerne anschauen. A Lamp in the Dark, eine Lampe im Dunkeln. Um zu verstehen, warum ich sie als versteckte Gründer bezeichne, frage dich zuerst, wer die Carrolls sind. Und welche Rolle spielten Charles, Daniel und John Carroll in der amerikanischen Revolution?
die einzigen Carols, die die Amerikaner kennen, das ist der Carol, der da diese Weihnachtsgeschichte gemacht hat, ne? Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf seinen Namen. Mit seinem Grinch und sowas, ne? Den Carol kennen sie. Aber Charles, Daniel und John kennen sie nicht. Nun, der Artikel über die Carols stammt direkt von einer katholischen Bildungswebseite. Ja, ja, ja. CatholicEducation.org, EN Culture, History, Catholic Founding Fathers, the Carol Family, .html. Von dieser Seite, von Carol Carter, Charles Carol Carter selber. Um den Quelllink zu finden, führt einfach eine Google-Suche nach dem Titel des Artikels Katholische Gründerväter, Catholic Founding Fathers durch oder nehmt direkt die Seite, die hier verlinkt ist. Katholische Gründerväter, die Carroll-Familie von Charles Carroll Carter, dieser Nachfolger dieser Familie, schreibt hier auf dieser katholischen Webseite selber. George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, Patrick Henry und Benjamin Franklin. Ha, fast jedes Schulkind erkennt sie als Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, Gründerväter, Verfassungsgestalter und Helden des Unabhängigkeitskrieges an. Aber es gab viel mehr Gründerväter, auch wenn ihre Namen nicht so bekannt sind wie die oben genannten. Einige dieser weniger bekannten Männer, die bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika eine Schlüsselrolle spielten, waren Katholiken. Katholiken, die damals 1% der Bevölkerung ausmachten. Von daher vielleicht nicht verwunderlich, dass man sie nicht so gut kennt. Da braucht man nicht so gar nicht so viel Sauerteig, ne, um so ein gar nicht so viel Hefe, um so einen Teig zu säuern, ne? Anscheinend. Sauerteig ist ja auch, glaube ich, nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der dem normalen Teig zugefügt wird und das ganze Brot versäuert oder Sauerbrot macht, ne? Ja, richtig, genau. Man nimmt ja so eine, wie nennt man das, so eine Muttermischung und dann nimmt man da einen Teil von, vermischt das normal mit Mehl, lässt das gären und backt das, aber man braucht im Grunde nur die Hälfte von diesem Mutterteig, den man anmacht. Die andere Hälfte kann man dann wieder gebrauchen und so. Ja, deswegen steht bereits in der Bibel geschrieben, lieber Bruder, ein wenig Hefe versäuert den ganzen Teig, ne? Die Bibel hat recht, wie immer. Nun. Unter ihnen befanden sich drei Mitglieder der Carroll-Familie in Maryland. Charles Carroll, der einzige katholische Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Sein Cousin Daniel Carroll und Daniel Carrolls Bruder John Carroll, der erste katholische Bischof Amerikas wurde. Charles Carroll von Carrollton, der lebte zwischen 1737 und 1832, also er wurde 95 Jahre alt. Immer sagen sie uns doch, dass die Leute früher nicht so alt wurden, war der berühmteste und bekannteste der Carrolls. Er war der einzige Unterzeichner, dessen Besitz Carrollton in der Unabhängigkeitserklärung erwähnt wurde. Carrollton bezeichnet das 10.000 Hektar große Anwesen in Frederick County, Maryland, das Charles Carrolls Vater ihm bei seiner Rückkehr aus Amerika nach seiner Ausbildung in Europa gegeben hatte. Zu der Zeit, als er die Erklärung unterzeichnete, war es gegen das Gesetz, dass ein Katholik ein öffentliches Amt bekleiden oder abstimmen durfte, also an Wahlen partizipieren durfte. Obwohl Maryland 1634 von und für Katholiken gegründet wurde, und dafür kann ich auf ein Buch verweisen, das ich schon öfter mal empfohlen habe, The Ark and the Dove von Amos Ives, das gibt es nur in Englisch, aber das ist ein Augenöffner wie kein zweiter in der Hinsicht. Obwohl Maryland also 1634 von und für Katholiken gegründet wurde, nach der Landung der beiden Schiffe, The Ark and the Dove, die Arche und die Taube, an den Stränden dieser neuen Nation, dieser Kolonien, endete deren Einfluss zuerst 1649 und später im Jahr 1689. Das war nämlich das Jahr der glorreichen Revolution, in England, ja, nachdem die glorreiche Revolution den Katholiken in England strenge Beschränkungen unterworfen hatte, wurden die Gesetze in Maryland geändert und der Katholizismus unterdrückt. Die Puritaner hatten damals in Amerika das Sagen. Katholiken konnten kein Amt ausüben, also kein politisches Amt, oder an Wahlen teilnehmen, ihre Kinder in ihrem Glauben erziehen oder in der Öffentlichkeit beten oder mit anderen Worten Messe abhalten.
Mit der Unabhängigkeitserklärung endeten all diese Vorurteile und Einschränkungen. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die man sich überhaupt in dem ganzen Buch Herrscher des Bösen merken muss. Das steht jetzt nicht in dem Buch selber, es steht in diesem Artikel von Charles Carroll Carter, aber er ist so wichtig, dass ich ihn oft genug auch noch in der Zukunft in der Lesung des Buches wiederholen werde. Mit der Unabhängigkeitserklärung endeten all diese Vorteile und Einschränkungen für die Katholiken. Die sogenannte Religionsfreiheit, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, deswegen will ich da jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, aber diese sogenannte Religionsfreiheit, gegen die Rom immer ist, hat hier zu ihrem Vorteil gearbeitet, weil es war Rom, das unterdrückt war. Und wenn Rom unterdrückt ist, dann nimmt es sich auch die Freiheit raus, um zu sagen, oh, wir wollen Religionsfreiheit, weil dann haben sie die Freiheit, ihrer abergläubischen Religion zu frönen, ihre Messe zu halten, die Kinder in ihrem Glauben zu erziehen und eben auch öffentliche Ämter zu bekleiden. Und da ein römischer Katholik an erster Stelle dem Papst seine Treue schwört und nicht dem Land, dem er dient, wissen wir, wohin das führt. Mit der Unabhängigkeitserklärung endeten alle diese Vorurteile und alle diese Einschränkungen der römisch-katholischen Kirche in den Kolonien oder in dem neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt musst du mal vielleicht noch mal kurz festhalten, dass es jetzt auch interessant ist, mal daneben diese Metamorphose zu beobachten, wie sich jetzt das dann weiterentwickeln wird. Werden dann in Zukunft die ganzen Ämter und so weiter, wird das dann in Zukunft von Katholiken bekleidet? Da müssen wir ja zurück in das erste Kapitel gehen, nicht wahr? Es stimmt wiederum auch, ja. Wir haben da eigentlich da schon drüber gesprochen, ne? Also wir können jetzt letztendlich sehen, schon irgendwo erkennen, ne? So eine Metamorphose, was stattgefunden hat. Tapasorsi hat im Grunde den Klimax seines Buches ins erste Kapitel geschrieben, ne? Ich habe es damals schon gesagt, Victor, und ich wiederhole es heute nochmal. Wer das erste Kapitel von Herrscher des Bösen gelesen hat und verstanden hat, der braucht den Rest des Buches nicht zu lesen. Das erste Kapitel ist die Essenz und spricht genau das an, was du hier zur Sprache bringst. Nämlich, wie die Katholiken sich von diesen 1%, die sie damals, ich glaube, 2,5 Millionen Einwohner in den Kolonien, dieses 1% weniger als 25.000 Personen, ich sage jetzt mit Absicht Personen, die sich da aufgehalten haben, wie sie es geschafft haben, das Land komplett umzudrehen im Laufe von weniger als 300 Jahren. Naja, das Buch Herrscher des Bösen berichtet dann natürlich darüber. Wie gesagt, das erste Kapitel ist wirklich ausschlaggebend. Lassen wir eben mal die Heilige Allianz in dem ersten Kapitel beiseite. Vor allem die Liste, die Tapasorsi uns da anbietet. Und wir können ja eben dann nochmal hingehen. Ich habe ja das ganze Buch hier. Da können wir ja mal eben schauen, kann ich ja mal kurz runterblättern, in das erste Kapitel. Und da haben wir hier diese ganzen Katholiken, die diese ganzen wichtigen Ämter bekleiden. Ne? Wir haben das hier, Finanz- und Finanzinstitute, Transport, Arbeit, Arbeitslosigkeit, Gefahrstoffe, Steuern, Bankenregulierung, Währungs- und Geldpolitik, Aufsicht über das federale Federal Reserve System, Rohstoffpreise, Mietdienstleistungen, Kleinunternehmensverwaltung, städtische Angelegenheiten und so weiter 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 und so weiter. Mit anderen Worten, praktisch jeder Aspekt des weltlichen Lebens in Amerika kam unter den Vorsitz eines dieser römisch-katholischen Laien. Und dann haben wir hier bestimmte Personen, über die wir gesprochen hatten, unter anderem John Kerry, der damals Vizepräsident war unter Obama, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir Joe Biden, der war Vizepräsident unter Obama. John Kerry war Außenminister oder sowas, glaube ich. Ist auch wurscht. Also, haben wir ja drüber gesprochen im ersten Kapitel. Und das ist genau das, was Victor hier mit anspricht. Ja? Das, was wo hier wird jetzt in 1776 und davor, wird der Grundstein gelegt dafür, dass das, was wir hier im ersten Kapitel lesen, nachher Wirklichkeit wird. Ja. So, dann machen wir das mal eben zu Ende. War das so gut, deinen Gedanken wiedergegeben, Victor? Bist du damit ja, wunderbar, prima. Ich denke, da hat sich nochmal auch vielleicht jetzt für einen oder anderen nochmal jetzt hier so ein Eckpfeiler auch nochmal aufgetan, wo man sieht, ja, also diese ganze auch natürlich Unabhängigkeitserklärung oder beziehungsweise der Weg dorthin, dass der Zweck, der damit erfüllt wäre oder erreicht werden sollte, den können wir dann im ersten Kapitel dann das Ergebnis uns ansehen. Ja,
Richtig. Michael, hast du da auch noch was zuzusagen? Nö. Derzeit nicht, nein. Gut. Hast du deine Tröte heute dabei? Ja, die ist geschmiert und bereit. Ah, okay, gut. Also, Charles Carroll wurde zuerst in der Kolonialpolitik durch seine Verteidigung der Gewissensfreiheit und seinen Glauben an die Regierungsgewalt aus der Zustimmung der Regierten bekannt. Er war ein überzeugter Unterstützer Washingtons und als der Krieg in Valley Forge schlecht lief, war er maßgeblich an der Überzeugung des Revolutionsrats beteiligt, Washington nicht durch General Horatio Gates zu ersetzen. Carroll unterstützte den Krieg mit eigenen privaten Mitteln. Er wurde weithin als der reichste aller Kolonisten angesehen, der am meisten zu verlieren hatte, würde der Kampf um die Unabhängigkeit verloren gehen. Carroll wurde im späteren Leben hoch gelobt und überlebte alle anderen Unterzeichner der Erklärung. Über den Reichtum kommen wir auch später noch zu sprechen, deswegen gehe ich da jetzt nicht detailliert drauf ein. Daniel Carroll von Rock Creek, geboren 1730 und verstorben im Alter von 66, 1796, war Mitglied des Kontinentalkongresses zwischen 1781 und 83 und er war ebenfalls Unterzeichner der Artikel der Konföderation. Er war Delegierter der Verfassungskonvention und einer von nur zwei katholischen Unterzeichnern der Verfassung der Vereinigten Staaten. Der andere katholische Unterzeichner war Thomas Fitzsimmons aus Pennsylvania. Natürlich Pennsylvania. Auf der Verfassungskonvention spielte Daniel Carroll eine wesentliche Rolle bei der Formulierung der Beschränkung der Befugnisse der Bundesregierung. Ein Jesuiten ausgebildeter Katholik spielt eine wesentliche Rolle bei der Formulierung der Beschränkung der Befugnisse der Bundesregierung. Meine lieben Brüder und Schwestern, warum markiere ich das jetzt gerade eben? Weil wir heutzutage mit dem Phänomen sitzen, Phänomen zwischen Anführungszeichen zu verstehen natürlich, dass von dem US Supreme Court, also dem US-Bundesverfassungsgericht, das die höchste gerichtliche Instanz in den Vereinigten Staaten von Amerika, das ist dafür da, um die Verfassung der Vereinigten Staaten zu interpretieren und damit der Regierung zu sagen, ob sie gemäß der Verfassung arbeitet oder nicht. In diesem Gericht sitzen heutzutage mindestens 6 Katholiken, höchstens 3 Juden und kein einziger Protestant, weil es sind 9 Richter, die da drin sitzen. 3 davon übrigens sind Opus Dei, eine Geheimorganisation innerhalb des Jesuitenordens. Und die interpretieren die Verfassung der Vereinigten Staaten. Also mit anderen Worten, der Fuchs ist der Bewacher des Hühnerhauses. Daniel Carroll war der Autor der in der Verfassung verankerten Vermutung, dass Befugnisse, die nicht ausdrücklich an die Bundesregierung delegiert wurden, den Staaten oder dem Volk vorbehalten waren. Daniel Carroll wurde später Mitglied des ersten US-amerikanischen Kongresses zwischen 1789 und 1791. Er war auch Mitglied des ersten Senats von Maryland, wo er bis zu seinem Tode diente. Er wurde von Washington als einer der ersten 3 Beauftragten der neuen Bundesstadt ernannt, die jetzt als District of Columbia bekannt ist. In der heutigen Terminologie wäre er als Bürgermeister von Washington D.C. anzusehen. Schließlich John Carroll. Gelebt hat er zwischen 1735 und 1815, oder also 80 Jahre. Daniel Carrolls jüngerer Bruder wurde in Europa ausgebildet, 26 Jahre Jesuiten geschult, hauptsächlich in Flandern in der Schule von St. Omer, heute Nord-Pas-de-Calais, Nordfrankreich. Trat dem Jesuitenorden bei und wurde zum Priester geweiht. Er gründete eine Privatschule für Jungen und benannte sie nach der Stadt, in der sie sich befand, Georgetown, einem Hafen am Potomac River, der später Teil von Washington D.C. wurde. Später wurde er von allen katholischen Priestern in Amerika zu Amerikas ersten katholischen Bischof gewählt. Danach übernahm er das Amt des Erzbischofs von Baltimore. In jeder Prozession der amerikanischen Bischöfe bis heute, 2019, wird der Erzbischof von Baltimore immer hinten an mitlaufen,
in Anerkennung seiner Rolle als älteste Diözese in Amerika. 1789 gründete John Carroll die Hochschule in Georgetown, die uns heute als Georgetown Universität bekannt ist. In einer Zeit, in der der Unabhängigkeitskrieg schlecht lief, bat Washington John Carroll, sich bei einer Kanada-Mission anzuschließen, um die Unterstützung der Franzosen für die Kolonien zu suchen. Kanada, meine Lieben, war katholisch und sollte eine Revolution von Protestanten unterstützen? Ha, das schreit nach intensiver Untersuchung. Aber diese machen wir später in dem Buch Herrscher des Bösen. Benjamin Franklin, Samuel Chase und Charles Carroll von Carrollton waren die anderen auf dieser Vier-Mann-Mission. Während die Mission selbst scheiterte, stellte es eine Beziehung zu den Franzosen her, die stark vom katholischen Glauben beeinflusst wurde, den sie mit den Carrolls gemeinsam hatten. Jahre später in Yorktown, wo die weitgehend katholisch finanzierte französische Flotte die Lieferungen an den britischen General Charles Cornwallis abbrach, brachten die Beziehungen ihre Früchte hervor und Washington war in der Lage, Cornwallis zur Kapitulation zu zwingen und den Krieg zu beenden. Ich habe vergessen, mein Mikrofon hier laut zu stellen. Ich hoffe, dass die Aufnahme bis jetzt noch funktioniert hat. Ich muss das nur lauter machen. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt. Wenn die ersten 40 Minuten ein bisschen leise, werde ich da sein. Müsst ihr eure Lautstärke ein bisschen hochstellen bei dem Video. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Das kommt mit der Umstellung des Mikrofons hier. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hier, ne? John Carroll war ein Vertrauter von Washington. Zur Zeit der Amtseinführung Washingtons schrieb er ein Gebet und bat Gott, den Präsidenten, den Kongress und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika um einen Segen zu bitten, ein Gebet, das heute noch sehr gebräuchlich ist. Aus Dankbarkeit für die Unterstützung von John Carroll während des Krieges gab Washington der Institution, die jetzt die Georgetown University ist, eine modifizierte Version des Siegels der Vereinigten Staaten und dieses Siegel wird heute immer noch verwendet. Wir sehen hier auf der linken Seite das Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika und wir sehen auf der rechten Seite das Siegel der Georgetown Universität und wir sehen ganz deutlich, wie die beiden einander ähneln. Ich habe auch ein englischsprachiges Video gemacht von, ich glaube, fast anderthalb Stunden Länge über die Georgetown Universität und wer Englisch kann, den kann ich nur anraten, öffnet die Spielliste Hour of the Truth. Und da ist in einer meiner letzten Sendungen im Augenblick, 2018 habe ich das, glaube ich, gemacht, nachdem ich jahrelang damit schwanger gelaufen bin, mit dem Gedanken, das Video zu machen und es mit Tom Fress und Brett Norman zusammen machen wollte und wir einfach keinen Zeitpunkt gefunden haben, um es zusammen zu schaffen, habe ich es letztes Jahr einmal alleine gemacht und das ist in Hour of the Truth, Georgetown Universität. Das findet ihr unter dem Titel da leicht und könnt ihr euch anschauen. Jetzt kommt der wichtigste Satz, der diesen Artikel von Charles Carroll Carter abschließt. Trotz ihrer enormen Beiträge zur amerikanischen Gründung fielen die drei Carrolls irgendwie als anerkannte Gründerväter unter den Radarschirm der Anerkennung. Vielleicht lag das daran, dass sie Katholiken, 1% waren, in einem Land und einer Kultur waren, die 4 Jahre lang überwiegend, nämlich 99%, protestantisch geprägt war. Und jetzt gehen wir in einen wunderbaren Artikel. Wie gesagt, Charles Carroll ist der erste der dreien, über die wir hier sprechen. Also werde ich das Bild hier dazufügen. Das ist Charles Carroll, das ist dasselbe Bild, nur ein bisschen größer. Hat gelebt zwischen 1737 und 1832, im Alter 95 Jahre ist er geworden. Und das ist ein Auszug aus dem wunderbaren englischsprachigen Buch The Grand Design Exposed, der große Plan enthüllt, vom Autor John Daniel. Wir reden hier über das Kapitel 16, Seite 3, 26 bis 29 und das wurde hier von Bruder Victor alles in extra mühseliger Kleinarbeit übersetzt, nachdem ich das vor ein paar Wochen ihm gegeben hatte und sagte von, ach, das wäre doch schön, wenn du aus diesem Buch, das ich vor ein paar Jahren mit Walt Stickel in Hour of the Truth gelesen habe, dieses Plagiatbuch, das Walt Stickel selbst gemacht hat, zusammengestellt aus dem Vatican Jesuit Global Conspiracy Buch von Dr. Ronald N.
R. Cook, wo er verschiedene Bücher zusammengestellt hat in seinem Büchlein, wo ich das damals gelesen hatte, hatte ich Victor gebeten, da einige Seiten rauszukopieren, ich glaube 13 Seiten oder was, und die ins Deutsche zu übersetzen. Und dafür gebührt also Victor der Dank, dass wir das heute hier in Deutsch lesen können. Der Patriot in Feuer und Flamme, das ist der Beiname oder, wie man im Englischen so schön sagt, der Nickname. Wie ist denn das im Deutschen? Wie sagt man das denn im Deutschen? Der Spitzname, ne? Spitzname, ja. Der Spitzname von Charles Carroll. John Carrolls Jesuitenausbildung hatte ihn auf die Erweiterung der römischen, katholischen, spirituellen Angelegenheiten in Amerika vorbereitet. Aber um diesen Triumph zu erlangen, war es an seinen Cousin Charles Carroll von Carrollton gerichtet, der von Jesuiten ausgebildet, gepflegt und in besonderer Weise geeignet war, eine Rolle in den politischen Angelegenheiten der amerikanischen Revolution zu spielen. Bevor wir jetzt hier weitergehen, müssen wir ein Ding eben ganz deutlich verstehen. Alle drei Carrolls, Charles, Daniel und John. John für 26 Jahre, Charles und Daniel, meine ich, und ich lasse mich da jetzt natürlich nicht aufs Jahr festnageln, ich meine rund 14 Jahre, der eine 14, der andere 16, glaube ich, wurden alle von Jesuiten in Europa ausgebildet. Hauptsächlich in St. Omer, wo John Carroll fast seine ganze Ausbildung durchlaufen hat, 26 Jahre, wurden die anderen beiden, Charles und Daniel, auch ausgebildet. Wir sprechen hier also bei allen drei von Jesuiten. Nur John ist ein Jesuitenpriester geworden und damit der erste Bischof. Die anderen beiden waren Koadjutoren. Und vielleicht waren sie sogar professed, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie mindestens 14 Jahre jesuitische Ausbildung in Europa durchlaufen haben. Sie wurden damals von Amerika nach Europa geschickt, um diese Ausbildung zu machen. Und bei John Carroll gehen wir auch später im Buch Herrscher des Bösen noch detaillierter in seine Ausbildung und seine Reisen, die er in Europa unternommen hat, ein. Die umfassende und gründliche Ausbildung, die Charles Carroll sowohl in Frankreich, also St. Omer, auf der Jesuitenschule, als auch in England erhielt, unter anderem, glaube ich, Stonyhurst, wo wir auch wissen, dass das eine Jesuitenschule ist, machte ihn zu dem gebildetsten und kultiviertesten Mann in den Kolonien während der amerikanischen Revolution. In Frankreich hatte er viele politische Würdenträger getroffen, die, sobald die Rebellion begann, eine wertvolle Unterstützung für die amerikanische Unabhängigkeit darstellten. Einer dieser Männer war der französische Außenminister, der Graf von Vergennes. In England lernte er die englische Verfassungsgeschichte und das englische Recht, besuchte regelmäßig die Parlamentssitzungen und hörte viele Debatten über Fragen der amerikanischen Kolonialpolitik. Er machte die Bekanntschaft und war Gast im Haus von Edmund Burke, einem irischen Landsmann und britischen Staatsmann, der so eloquent für die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien eintrat. Zurück in Amerika ging Charles Carroll sofort in die Politik, wurde in die Konventionen und Komitees von Maryland gewählt und zeichnete sich dadurch aus, dass er die amerikanische Unabhängigkeitsposition der Kolonien aggressiv verteidigte. Durch seine umfassende Ausbildung, seinen enormen Reichtum, er war als einer der reichsten Männer in den Kolonien bekannt, und seine Fähigkeiten als Debattierer und Gelehrter übte er viel Macht aus, um die Meinungsbildung zu beeinflussen. Er erlangte den Ruf, Marylands erster Bürger zu sein und etablierte sich, wie ein Autor es als flammenden Patrioten bezeichnete. Charles Carroll war Mitglied der Maryland Convention 1775, die Vereinigung der freien Männer von Maryland. Der Verband wurde zu einem bewaffneten Widerstand gegen Großbritannien verpflichtet. Wir haben bereits erwähnt, dass Charles Carroll und sein Cousin John Carroll vom Continental Congress als Komitee zusammen mit Samuel Chase aus Maryland und Benjamin Franklin ernannt wurden, um Kanada zu besuchen und das Bündnis der Kanadier im Kampf um Unabhängigkeit zu sichern. Das Komitee war in diesem Land mit fast absoluter Macht über militärische Angelegenheiten ausgestattet. Als Charles Carroll nach seiner Kanada-Reise nach Maryland zurückkehrte, war er verärgert darüber, dass es der Tory-Fraktion, das sind die Loyalisten, gelungen war, eine Resolution zu verabschieden, in der erklärt wurde, dass,
eine Wiedervereinigung mit Großbritannien nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen die Rechte und Freiheiten wirksam sichern und die Stärke und das Glück des ganzen Reiches fördern und steigern würde. Also des ganzen Reiches, damit sprechen wir über Großbritannien und die Kolonien. Deswegen sind es die Loyalisten. Die sind loyal an die Politik der Kolonien und nicht für eine Abteilung der Kolonien vom Mutterland. Darüber hinaus untersagte die Entschließung den Delegationen aus Maryland beim Kontinentalkongress die Befürwortung einer Unabhängigkeitsbewegung. Charles Carroll und andere, die seine Ansicht teilten, leiteten den Prozess ein, damit die Abgeordneten sich an die Anweisungen erinnern, die er während seiner Abwesenheit erteilt hat, und sie umkehren ließ, was im Wesentlichen die Unabhängigkeitserklärung von Maryland war. Dies war die Arbeit von Charles Carroll, und als Belohnung wurde er sofort zu einem Delegierten aus Maryland zum Kontinentalkongress gewählt. Am vierten Tag des Juli 1776 verabschiedete der Kongress der Vereinigten Kolonien in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung. Charles Carroll nahm am 18. Juli seinen Platz im Kongress ein und am darauffolgenden Tag ernannte ihn das Komitee des Kongresses zum Vorstand des Kriegsministeriums, der aus 5 weiteren Mitgliedern bestand. Dieser Vorstand wurde mit den exekutiven Aufgaben der Militärabteilung betraut. Es wurde befugt, die Entsendungen vom Kongress an die Armeen auf dem Feld und an die Kolonien weiterzuleiten, die Aufzucht, Ausrüstung und Entsendung der Streitkräfte zu verwalten und alle militärischen Bestimmungen anzuordnen. Es war das Kriegsministerium dieser neu geformten Regierung. Erst am 2. August 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet und Charles Carroll von Carrollton gehörte zu den 56 Unterzeichnern. Charles Carrolls starkes Engagement zur Unterstützung der Revolution machte ihn zu einem äußerst beschäftigten Mann. Er war für immer in Ausschüssen aktiv und pendelte regelmäßig zwischen Maryland und dem Kontinentalkongress hin und her. Es gab eine neue Verfassung von Maryland, die angenommen werden sollte. Unter anderem auch in einem Ausschuss von 5, um Mittel und Wege zu finden, die Herstellung von Salpeter zu fördern. Das ist ja nötig für Schießpulver und Kanonenpulver. Zwischen dem Oberbefehlshaber George Washington, Frankreich und Benjamin Franklin, als er ein amerikanischer Gesandter in Frankreich war, gab es ständige Mitteilungen und Korrespondenz sowie zahlreiche Briefe an andere. Er war ein amerikanischer Gesandter in Frankreich, der dort sehr viel Zeit in Freimaurerlogen verbrachte, um Unterstützung für die Pläne zu versammeln. Er war in einem Ausschuss, der Robert Morris bei der Organisation der Bank of North America, die die Regierung auf eine solide finanzielle Basis stellen sollte, unterstützte. Carroll schickte zusammen mit anderen wohlhabenden Männern, darunter Washington, Bargeld an Morris, um sicherzustellen, dass die Bank ein Erfolg werden würde. Wenn wir über die Bank of North America sprechen und den Morris sprechen, dann werden wir später in einem späteren Kapitel von Herrscher des Bösen erkennen, dass die Reise von John Carroll in Europa, die er unternahm und wo er unter anderem mit Rothschild sich zusammengetroffen hat, dass dieser Robert Morris nichts weiter ist als ein Rothschild-Agent. Und die Rothschilds sind die Banker des Vatikan. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Es ist bekannt, dass George Washington, Benjamin Franklin und Arthur Lee alle entschieden haben, Charles Carroll nach Frankreich zu schicken, um Verhandlungen für ein französisches Bündnis aufzunehmen. »Ich bin der einzige Mann«, sagt er, »der vollständig im Hintergrund bleiben muss. Charles Carroll sagt hier ganz deutlich, ich mache den Job, aber es ist absolut höchste Priorität, dass niemand weiß, dass ich diese Rolle gespielt habe. Ich bin der einzige Mann, der vollständig im Hintergrund bleiben muss. Es darf nicht einer einzelnen Seele bekannt sein, dass ich persönlich in dieser Angelegenheit aktiv bin.« So wird Charles Carroll zitiert. Ohne die Hilfe von Charles Carroll hätte das Bündnis nicht zustande kommen können. Charles wurde nach George Washingtons erster Amtszeit sogar ernsthaft für die Präsidentschaft in Betracht gezogen, wenn Washington einer zweiten nicht zugestimmt hätte.
Nach der Kapitulation in Yorktown lagerten die französischen Truppen in Baltimore auf dem Boden, der jetzt auf dem Boden, der jetzt von der katholischen Kathedrale besetzt ist, die John Carroll vor seinem Tod errichtet hatte, und feierte eine feierliche Danksagung. Ein Te Deum haben sie dort abgehalten. Als der Friedensvertrag 1783 schließlich in Paris unterzeichnet wurde, saß der Kongress vorübergehend in Annapolis, Maryland. General Washington kam hierher, um den Kongress seinen Rücktritt als Oberbefehlshaber zu unterbreiten. Aber zur Feier des Friedens und des endgültigen Sieges wurden in Carroll's Green auf dem Carroll-Anwesen Feierlichkeiten abgehalten. Diese wenigen Beispiele zeigen uns deutlich, dass die amerikanische Revolution eine andere Seite hatte. Eine schattige und ruhige, aber definitiv stark katholisch geprägte, die Carroll-Seite. Und die Geschichte ist darüber hinweggegangen, während die Protestanten zu betäubt sind, um es zu ergründen. Als größte Überlegung, die für die Arbeit dieses Buches in Betracht gezogen werden könnte, könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht jemand anderen inspiriert, der über umfangreichere Recherchen als das, was dieser Autor hatte, verfügt, um wertvollere Informationen über dieses vage Thema zu gewinnen. Wir haben uns jedoch Charles Carrolls Rolle während der amerikanischen Revolution angesehen, aber Daniel Carrolls Rolle ist erstaunlich, denn er ist das Element, das alles miteinander verbindet. Dann nehmen wir uns das Bild von Daniel Carroll hier mit bei. Der katholische Freimaurerpatriot. Nachdem das große Werk der Trennung und Erlangung für Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft vollbracht war, musste nun eine geeignete Regierung für die neue Nation gebildet werden, die ihren Bürgern die Garantie bürgerlicher und religiöser Freiheiten bieten würde. Jörg, was für eine Notiz hast du denn bei großes Werk bitteschön gemacht? Dieses große Werk kann man übersetzen in zwei lateinische, euch sehr bekannte Worte, die auf jeder amerikanischen Dollarnote stehen. Annuit quaestis. Und das ist genommen aus Virgils Aeneid. Und das hat ganz sicher seine Bedeutung, dass der Autor John Daniel hier spricht über das große Werk in den Worten Annuit quaestis. Das war von Anfang an der eigentliche Zweck der Revolution. Die Konföderation der Vereinigten Staaten hatte während des Krieges ihren Zweck erfüllt, aber alle waren sich einig, dass sie zahlreiche Mängel aufwies. Am 25. Mai 1787 wurde der Bundesverfassungskonvent in der Independence Hall, also der Unabhängigkeitshalle in Philadelphia, abgehalten, um eine neue Verfassung zu entwerfen. George Washington wurde als Präsident gewählt. Es wurde aufgezeichnet, Zitat, hier begann das Treffen einer der größten Sitzungen von Weisen in der Geschichte der Welt. Ja, welchen Kommentar kann man hierbei geben, wenn der Autor spricht, oder besser gesagt, das Zitat hier sagt, hier begann das Treffen einer der größten Sitzungen von Weisen in der Geschichte der Welt? Da kann man doch nur mit der Bibel antworten, nicht wahr? Was sagt die Bibel zu den Weisen dieser Welt? Römer, Kapitel 1, Vers 22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und zwei Männer, Thomas Fitzsimmons aus Pennsylvania und Daniel Carroll aus Maryland, gehörten zu den Weisen, die ihre römisch-katholischen Wahlkreise vertraten. Daniel Carroll, Bruder von Erzbischof Carroll, war zu seiner Zeit politisch einer der einflussreichsten Männer seines Heimatstaates, auch wenn sein berühmter Bruder und Cousin Charles seinen Ruhm etwas überschatteten. Daniel Carroll war Mitglied des Kontinentalkongresses, des Maryland Council und des Maryland Senats, dessen Präsident er zu einer Zeit war. Als Mitglied des Kontinentalkongresses beteiligte er sich aktiv an den Verhandlungen für das französische Bündnis. Nach der Ausarbeitung der Verfassung der Vereinigten Staaten kehrte Daniel Carroll nach Maryland zurück, wo die amerikanische Verfassung von diesem Staat angenommen wurde. Am 17. September 1787 wurde der Verfassungsentwurf angenommen, genehmigt und von 39 von 42 anwesenden Delegierten unterzeichnet.
zwischen dem 7. Dezember und dem 25. Juni des folgenden Jahres, also 1788, obwohl es viele Widerstände und Widerwillen gab, weil die Verfassung keine Gesetzesvorlage verabschiedete, wurde sie von jedem Bundesstaat einzeln ratifiziert. Die Befürworter der Aufnahme einer Verfassungsurkunde in die Verfassung, die eine Bestimmung über die Religionsfreiheit enthalten würde, warteten geduldig auf die Eröffnung des ersten Kongresses, der dann die Gelegenheit bot, die von ihnen favorisierten Änderungsanträge vorzulegen. Bei der Arbeit des Änderungsantrages sollten die Carrolls von Maryland eine wichtige Rolle spielen. Am 6. April 1789 war die Sitzung des ersten Kongresses in beiden Häusern beschlussfähig. George Washington wurde dann einstimmig zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten unter der neuen Verfassung gewählt. Seine Einweihung fand am 30. April statt. Ein sehr wichtiger Tag, unter anderem der Geburtstag später von Adolf Hitler. Das ist deswegen wichtig, weil Papst Benedikt XVI. In 2008 die Vereinigten Staaten besucht hat und das natürlich damit verbunden hat, dass das hier über diesen 30. April ging. Ne? Wobei das dann eben eine doppelte Bedeutung hatte. Der Eid wurde von Robert Livingston, dem Großmeister der New Yorker Grand Lodge, verwaltet. Der Marschall des Tages war ein anderer Freimaurer, General Jacob Morton. Ein weiterer Freimaurer, General Morgan Lewis, war Washingtons Eskorte. Die für den Eid verwendete Bibel war die von der St. John's Lodge Nummer 1 von New York. Washington selbst war zu dieser Zeit Master of Alexandria Lodge Nummer 22 in Virginia. Die neue Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde offiziell gegründet. Von den 39 Männern, die die Regierung der Vereinigten Staaten offiziell ins Leben gerufen haben, gibt es eine ganze Reihe von Freimaurern. Von diesen sind 13 Namen als Freimaurer bekannt und mehr als diese Zahl haben sich diskret entschieden, anonym zu bleiben. Aber ein Name fällt überraschend oder vielleicht gar nicht so überraschend auf. Trotz und unabhängig von den Anathemen, also Verfluchungen des Antichristen Papstes und der furchtbaren Exkommunikation, die einen als Freimaurer in die Hölle schickt, finden wir den römisch-katholischen, jesuitengeschulten Daniel Carroll unter den prominentesten Namen der Freimaurer. Wie ist das möglich? Ja, Daniel Carroll, der die obersten Ebenen der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche in Amerika vertrat, dessen Cousin Charles der stimmlichste politische Sprecher dieser Kirche war und sein Bruder John, ein Jesuit, der die neue amerikanisch-römisch-katholische Kirche gründete, kann ein Freimaurer sein? Die Antwort auf diese Frage löst ein tief verborgenes Rätsel. Und während John Daniel in seinem Buch The Grand Design Exposed auf dieses Rätsel natürlich auch später zu sprechen kommt, kommen wir in Herrscher des Bösen, denke ich, auch darüber zu sprechen und stellen wir fest, dass unter anderem Madame Blavatsky in einem ihrer Bücher Isis Unveiled oder The Secret Doctrine, ich kann euch jetzt nicht sagen, in welchem von beiden, genau dasselbe gesagt hat, dass wenn man die Hierarchien der Freimaurer von unten nach oben folgt, also bis zur Spitze folgt, dann stellt man fest, dass an der Spitze die Person ist, die wir kennen als den General der Jesuiten. Und das ist dieses tief verborgene Rätsel, von dem John Daniel hier eben spricht. Die Angelegenheit der Religionsfreiheit wurde jedoch erst im August zur Prüfung vorgelegt. Charles und Daniel Carroll waren beide Mitglieder des neuen Kongresses. Charles Carroll wurde in den Senat und Daniel Carroll in das Repräsentantenhaus gewählt. Wo auch immer der Wettbewerb stattfinden sollte, im Repräsentantenhaus oder im Senat, ja, einer der beiden Carrolls war sicher auf der Bühne des Geschehens aktiv. Die jesuitische Taktik von beide Seiten zu kontrollieren, ne? Das ist das Motto der Jesuiten, beide Seiten kontrollieren. Das Endergebnis war eine erste Änderung der Verfassung, die lautet, der Kongress soll keine Gesetze erlassen, die die Gründung einer Religion verhindern oder deren freie Ausübung verbieten. Bang, da hast du deine Religionsfreiheit für die Katholiken, die bis zur Gründung der Vereinigten Staaten durch die puritanischen Gesetze nicht an der Politik teilnehmen durften.
Bundespolitik, weil wir haben ja gesehen, dass Carrolls in Maryland, in dem katholischen Staat, das wohltaten, aber in all den anderen Staaten das nicht durften. Und mit dieser Religionsfreiheit haben sie den Schachzug gemacht, den sie brauchten, um, wenn sich diese neu gegründete Nation der Vereinigten Staaten von Amerika vom Mutterland England getrennt hat, das seit 1536 durch Heinrich den VIII. Von Rom abgetrennt war und dass sie nicht dazu bewegen konnten, sich wieder unter Rom, unter die Fittiche von Rom zu stellen, durch den Babington-Plot es nicht geschafft haben, durch die spanische Armada es nicht geschafft haben, durch verschiedene andere Anschläge, in total wurden, glaube ich, mehr als 30 Anschläge auf Königin Elisabeth ausgeführt oder versucht zumindest. Und wir haben dann noch den berühmten Schießpulverkomplott von 1605. Sie haben es nicht geschafft, England zurück unter die Fittiche von Rom zu bringen. Was mussten sie also tun? Sie mussten die Kolonien abteilen von dem Mutterland und die Kolonien auf eine Art und Weise unterwandern, um dafür zu sorgen, dass, wenn sie die Kolonien haben, dass sie dann später über die Kolonien das Mutterland zurück zu Rom bringen können. Und dafür mussten sie sich als Protestanten ausgeben. Mit anderen Worten, sie mussten das tun, was in Offenbarung 13 geschrieben steht. Sie mussten sprechen wie ein Lamm. Oder zwei Hörner haben wie ein Lamm, Entschuldigung. Sie mussten zwei Hörner haben wie ein Lamm, aber sprechen wie ein Drache. Und genau da läuft das hier drauf hinaus. Nun, inzwischen sind wir mit unserer Sendung ein wenig weiter als eine Stunde gekommen und deswegen möchte ich das hier abbrechen. Wir haben noch zwei Seiten zu gehen. Es ist furchtbar interessant. Es sind auch furchtbar interessante Seiten, um das Kapitel Herrscher des Bösen, Kapitel 12, Lorenzo Riccis Krieg abzuschließen. Aber das ist nicht mehr für heute. Dafür ist die Zeit zu fortgeschritten und ich möchte gerne eben noch meine beiden mich begleitenden Brüder, Michael und Viktor, ans Wort lassen, um abschließend noch eine Bemerkung zu geben über das, was ich soeben vorgelesen und besprochen habe. Bitte, ich schlage vor, dass Viktor beginnt, dann kann Michael seine Gedanken noch ein wenig sammeln für sein Endplädoyer. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank für die Lesung. Und ich kann an der Stelle nochmal sagen, dass es im Laufe jetzt des Buches noch Herrscher des Bösen auch nochmal so ein wenig noch erklärt wird, wie das auch so in der Öffentlichkeit oder wie die Jesuiten versucht haben, in der Öffentlichkeit auch so eine Stimmung zu erzeugen, dass man auch, sage ich mal, keine Abneigung eben gegen so ein Vorhaben hat, dass man jetzt im Kongress oder den Kongress dazu bewegt, eben keine Gesetze mehr zu erlassen, die die Gründung einer Religion oder deren Ausübung verhindern bzw. verbieten. Und dahingehend auf jeden Fall spannend auch dran zu bleiben, wenn dieses Ganze auch mit der Religionsfreiheit, wer da sehr interessiert dran ist, da geht auch der Tapper Saucy nochmal später drauf ein, wie er da so in, ja, oder wie das dann so in der Öffentlichkeit so eine Stimmung oder Wahrnehmung erzeugt wurde. Dass es auch ja nicht gerecht sei, jetzt sage ich mal, dass auch jetzt die Katholiken ausgeschlossen werden würden oder so. Oder allgemein, dass man andersdenkende Menschen, gläubige Menschen aus solchen Ämtern oder dann auch aus der Öffentlichkeit quasi dann raushält. So, und allgemein noch zur Religionsfreiheit. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen auch schon zu weit greifend, was ich jetzt ein bisschen noch einholen würde, weil ich muss ein bisschen aufpassen, weil das Buch ist ja jetzt noch lange nicht fertig. Also ich glaube, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Dahingehend, wenn man sich das so überlegt, ja, da ist die Religionsfreiheit eingekehrt dann auch in den Kolonien. Und wir sehen ja dahingehend, dass eventuell auch Gott damit auch vielleicht was bezwecken wollte. Das ist so, sind so Gedanken, die mir jetzt auch im Laufe der Überarbeitung des Buches oder jetzt auch nochmal in der Lesung so aufgekeimt sind. Ist das so auch eine Art Prüfung, um zu sehen, sind denn die, die wirklich glauben, sie stehen zu mir, also zu Jesus Christus, zu unserem Schöpfer, und sind sie denn auch dann in der Lage, das unter, ja, ich sag mal jetzt nicht nur unter Gleichgesinnten auch weiterzuleben und diesen Glauben auch, ja, ich sag mal, zu bewahren und den Nachkommen auch zugänglich zu machen.
das sind nochmal so Gedanken, die mir aufgekeimt sind. Und dann bin ich gespannt, was uns noch der Bruder Michael zu erzählen hat. An sich ja, freue ich mich dann auch wieder aufs nächste Mal. Dann mit der wieder mit der belgischen Waffel, dem Käskopf und dem Backfisch. Und dann sage ich, gehabt euch wohl und tschüss, Maranatha. Ja, dann ist wohl hier derjenige dran, der fast ein Käskopf ist. So viel mal zu dieser Lesung heute. Ich habe mich da jetzt ziemlich zurückgehalten, weil ich halt sehr viel nachgeguckt habe. Denn ich habe zuerst gedacht, dass der Herr Carroll irgendetwas mit dieser Sage zu tun hat, A Christmas Carol. Aber die schreiben sich leider ein bisschen unabhängig voneinander. A Christmas Carol ist halt nur mit einem R und der Herr Carroll schreibt sich mit zwei. Nichtsdestotrotz, der Herr Carroll ist ja auch mal wieder so ein Spion unter fremder Flagge. Und ich denke, man darf eins nicht machen, man darf die Leute halt einfach nicht unterschätzen, die eine jahrtausendelange Agenda haben, nämlich die Agenda, dass heute nach wie vor immer noch die Hohepriester alles regieren. Und das ist eigentlich den Menschen, zumindest spätestens seit der französischen oder sogenannten französischen Revolution, nicht mehr bekannt. Seitdem herrscht ja einfach die landläufige Meinung vor, ach, wir hätten Demokratie, wir hätten Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, also diese ganzen angeblichen Werte, die uns die französische Revolution da gebracht hätte. Und das ist eben genau dieses vornehmliche Programm, unsere sogenannte exoterische Lehre, die uns da vorgesetzt wird, unter deren Illusion wir uns begeben, weil wir ja dann zur Wahl aufgerufen werden, unserer Volksvertreter. Im Eigentlichen sind die Leute vorher schon völlig ausgewählt, die sind schon völlig selektiert und es gibt eigentlich da nichts irgendwo zu bestimmen für das Volk. Und die Französische Revolution diente eigentlich nur als Vorwand dazu, den Leuten dann das zu geben, was sie haben wollen. Give the people what they want. Sie haben dann die Illusion bekommen, dass wir auch jemand sind, dass wir das Volk sind. Und wenn wir auf die Straße gehen, dann bewirken wir irgendetwas. Es ist im Endeffekt ein Märchenprogramm, ein Illusionsprogramm, ein Zauberkastenprogramm, was jetzt seit über 220 Jahren läuft. Und ich fand es sehr interessant, dass Jörg diesen Abschnitt aus dem Römerbrief genannt hat. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich habe deswegen geschmunzelt und die Hupe klemmte in dem Moment. Und Jörg war gerade so schön im Redefluss. Ja, du warst gerade so schön im Redefluss und ich hatte die Lautstärke zu niedrig. Und es quietschte dann nur so ein ganz klein, wie so ein kleines Mäuschen. Aber ist es nicht interessant, dass genau dieser Satz, weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, ausgerechnet im Kapitel oder in dem Brief an die Römer ist, da, wo derjenige Herrscher dieser Welt sitzt, der sich angeblich als Nachfolger im Apostolat Jesus Christus sieht und sich für unfehlbar hält. Naja, Bruder, wir wissen ja, dass die Bibel von dem geschrieben ist, der das Ende von Anfang an kennt und der hat sich da was bei gedacht, dass dieser Satz im Römerbrief kommt, ne? Ja, das ist mal genau jetzt eben genau dieses, was bei mir so reingeploppt ist, wo ich gedacht habe, ach guck mal hier, das ist ja interessant, dass es genau im Römerbrief steht, also an die Einwohner von Rom oder an die wahren Christen von Rom, ja, weil sie sich für weise hielten und im Endeffekt konnten die Urchristen in der Gemeinde Rom dann schon wissen, dass genau diejenigen Machthaber, die da jetzt sind oder kommen, die sich für besonders weise halten, eigentlich die größten Narren sind. Und das ist doch ein versöhnliches Schlusswort, denke ich. Abgesehen davon, dass ich natürlich wie immer betonen möchte, dass man seine Bibel aus dem Grunde liest, weil man immer was Neues feststellt, so wie ich heute Abend festgestellt habe, dass es doch wieder eine göttliche Fügung ist, dass genau diese Geschichte mit dem mit der Weisheit, der menschlichen Weisheit, eine Narretei ist, im ausgerechnet dem Römerbrief zu finden ist, was mich dann jetzt heute Abend doch sehr, sehr, sehr schmunzeln lässt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Lesung, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel und Maranatha. Ja, und ich habe zum Abschluss noch einmal kurz dieses Bild von Charles Carroll, was ich gerade eben rausgesucht hatte, hier einfügen wollen, um mal kurz darauf hinzuweisen, dass wenn man ein klein wenig eine Fantasie hat zu diesem Gesicht, man vielleicht ganz gut verstehen kann, dass der berühmte Mr. Burns aus den Simpsons dem Charles Carroll, den ja keiner kennt, so wunderbar aus dem Gesicht geschnitten scheint. Mit dem Gedanken verlasse ich euch. Bis zur nächsten Lesung von Herrscher des Bösen.
mit dem Aufruf, Maranatha. Lest eure Bibel. Maranatha.